Hallo meine lieben Seelen da draußen, schön, dass ich euch wieder begrüßen darf auf meinem Kanal, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt, mit mir zusammen jetzt hier die Tagesbotschaften für morgen Donnerstag, den 1. Februar, ja, zu erfragen, die Botschaften aus der geistigen Welt, was sie uns zum morgigen Tag mitteilen möchten, Ratschläge, Tipps, schöne Botschaften, Ereignisse, was auch immer. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Bei uns war strahlender Sonnenschein. Es geht voran, habe ich das Gefühl. Und jetzt schauen wir, wie es bei euch vorangeht, beziehungsweise bei uns mit den Botschaften für morgen. Da hätte ich gerne noch drei Karten. Da springen sie jetzt aber, Heidewitzka, du. So. Die wollte auch noch, dann haben wir gleich noch die nächste Reihe da liegen. So, die Krone, die Hohepriesterin, der Park und, ach Gott, die fallen immer und immer wieder. Es ist unglaublich. Schaut euch diesen Riesenstapel an. Ich weiß nicht, wie viele Karten das sind. Über 50 und das Hochzeitspärchen fällt auch immer wieder. Ja. Zu den Liebenden brauche ich nichts zu sagen. Ja, das ist ein Date, ein Treffen in der Öffentlichkeit. Ihr als Hohepriesterin wisst ganz genau, was Sache ist, was ihr wert seid. Ja? Habt eure innere Stärke, kennt euren Weg. Und das Schöne ist, ihr setzt euch selbst die Krone auf. Was bedeutet, ihr seid für euch selbst auch der wichtigste Mensch in eurem Leben. Und das habt ihr erkannt oder werdet ihr morgen erkennen, wenn es um ein Gegenüber geht, mit dem ihr euch morgen eventuell treffen könnt. Denn der Park ist was, was im Öffentlichen stattfindet. Auch gut möglich, dass euch jemand ja sagt, was er von euch hält, wie toll ihr seid. Gut möglich auch, dass euch jemand sagt, hey, du bist meine Königin, du bist mein Ein und Alles, sich da ein Stück weit öffnet. Jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir noch die Wege, die Blumen, die Routen und das Nest. So, ist ja sehr schön, wenn das Hochzeitspärchen unter dem Nest gefallen ist, denn das bedeutet, man möchte sich mit jemandem ein Nest bauen, sich zu Hause fühlen, denn im Nest ist Geborgenheit, Wachstum, Schönheit, alles drin. Und es gab da wahrscheinlich Streitgespräche zwischen euch, denn die Routen heißen immer, da wurde mal Klartext gesprochen, ja. Und dieser Klartext hat dazu geführt, dass sich jemand öffnet. Jemand sieht euch tatsächlich wunderschön an, denn die Herrscherin allein ist ja schon eine vielsprechende, vielsagende, reife, intuitive Person. Und die Blumen darauf noch sagen, nicht nur ihr seid die Königin für jemanden, jemand empfindet ich euch auch als Geschenk und wird sich für euch entscheiden. Also das sind schon mal schöne Karten. Gut möglich, dass es da vorher einen Streit gegeben hat. Ja, möglich, dass es auch um den Nestbau ging, etwas zu vertiefen, näher zusammenzurutschen, sich gemeinsam was aufzubauen. Möglich, dass ihr da unterschiedliche Meinungen hatten, denn die Routen zeigen auch immer so ein Zwiegespaltensein. Ja, vielleicht hast du gesagt, hey, lass uns mal mehr planen, ja, vielleicht zusammenziehen, eine feste Bindung eingehen etc. Und da gab es erstmal Spannungen. Aber da hat jemand erkannt, ihr seid ein Geschenk, ihr seid seine, ihre Königin. Ja, mit dem Gift zusammen, da war eine toxische Situation, also eine Situation, die euch nicht gut getan hat. Und da wird jetzt aber eine Brücke gebaut, ja, raus aus diesem Stress, der ja die Routen auch sagt, raus aus diesem toxischen Gefühl, aus diesem Gefühl von,
ja, das sich einfach nicht gut anfühlt. Ne? Toxisch ist immer sowas, das fühlt sich nicht gut an. Dabei geht es einem nicht gut. Die ganze Situation hat euch, entschuldigt, einfach nicht gut getan. Aber da kommt jetzt ein Wandel rein, nämlich mit der Entscheidung und der Krone. Das ist immer das Höchste, ja? Wenn euch jemand die Krone aufsetzt, was gibt es da noch zu sagen? Gut, schöne Energien raus aus einer toxischen Beziehung, rein in Wachstum, Schönheit, inneren Frieden. Also gute Energien, morgen mal ein Gespräch zu führen über das, was gelaufen ist, was einem nicht gut getan hat, und die Brücke eben zu bauen, damit eine schöne Entscheidung ins Haus stehen kann. Gut, jetzt schauen wir noch mit den kleinen Weisheitskarten, wie ich sie ja nenne. Was möchte euch die geistige Welt zu dem morgigen Tag noch mit auf den Weg geben? Da hätte ich gerne eine Botschaft, was die geistige Welt euch als Tipp, als kleine Weisheit für den Tag mitgeben möchte. Witzig, die fällt auch ganz, ganz oft, ne? Gerade wenn das Hochzeitspärchen kommt. Arbeite an dir. Niemand ist von Anfang an beziehungsfähig. Das wirst du erst durch die Beziehung selbst. Also arbeite an dir. Die hohe Priesterin arbeitet immer an sich, ja? Weil sie weise ist. Sie erkennt, wenn es Punkte gibt, auch an sich selbst, ja, wo noch Lernaufgaben sind, wo sie vielleicht getriggert wird aus der einen oder anderen Situation heraus, was gerade nicht gut läuft. Da hält die Hohepriesterin definitiv die Augen auf und schaut sich alles ganz genau an. Und wenn es da irgendwo geknallt hat zwischen euch, dann hast du das erkannt. Und du bist auch bereit, eine Brücke zu bauen nach einem Gespräch. Und dieser Spruch hier, arbeite an dir, niemand ist von Anfang an beziehungsfähig, das wirst du erst durch die Beziehung selbst, sagt genau das aus. Man muss auch mal Streit in Kauf nehmen, man muss sich auch mal Dinge sagen können, die einem nicht gut tun, die einem nicht gefallen, ohne dass man die ganze Beziehung gleich in die Tonne tritt. Das muss eine gute Beziehung aushalten können, solange man nicht unter die Gürtellinie geht. Das sollte man nie tun, nie verletzende Worte aussprechen, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Ja, meine Lieben, vielleicht habt ihr jemanden, für den auch genau die Botschaft bestimmt ist, dann teilt dieses Video herzlich gerne. Ansonsten freue ich mich schon wieder darauf, euch morgen hier an meinem Tisch begrüßen zu dürfen, wenn es ja schon langsam wieder ins Wochenende geht, und mal schauen, was das Wochenende dann für uns bereit hält. Und wenn ihr noch kein Abo habt und euch die Tagesenergien Spaß machen, dann abonniert meinen Kanal gerne kostenlos. Bis dahin drücke ich euch, hoffe, wenn ihr in der Situation seid, einen Streit habt, etwas, das euch nicht gut tut, dass ihr die Brücke baut und einen Weg findet, euer Nest zu bauen und einen Ausweg zu suchen. Bis dahin alles, alles Liebe von mir, ganz viel Licht und Kraft. Tschüss!